Namt ihr Schrecken. Oh, was hier ist los, ey. Wo kommt er her? Komm her, mein. Oh, scheiße. Ja! Ja! Genau, und verkrüppelt mir beide Arme. Ey, das geht ja schon wieder gut los hier. Warum der Quark hier nicht einfach auf der zugewiesenen Taste geblieben ist. Die sind echt aggressiv mit ihren Wurfmitteln. Ja, genau, das hilft mir auch nochmal richtig. Völlig klar. Denn jetzt? Ah, kommt doch keiner. Ain't personal, just you or me. Von da oben kommt's auch irgendwo. Oh, fuck. Nimm mal die andere Waffe! Oh, ich hab bloß da einen Schuss Schrot. Das ist richtig bitter, Leute. Mal die Granate zur Hand, damit dem Molotow-Cocktail. Wir gehen irgendwie langsam so die schnell. Kann ich Schrotflinte erstmal setzen, bis wir Munition haben. Das Ding ist schon cool. Brauche erst einen sicheren Schuss irgendwie. Das nicht trifft, das ist so gut. Oh. Jetzt erstmal ein Fuchssteak. Ich kann mir das alles. Ich finde das doof. Sorry, dass man hier immer so reinschleudern muss, dann suchst du hier ewig. Wo sind meine Fuchssachen? Weil ich kann ja gar nicht so viel Schnelltasten belegen. Genau. Das hab ich. Oh no, ich bin doch ständig verkrüppelt jetzt irgendwie. Verarschen da oben, Alter. Ja, mein Arm im Arsch ist. Mann. Ja, ey, das. Oh, da hat sich der Fallout so ein bisschen, ne? Sie kommen. Boah. Einer ist hier irgendwo noch. Zwei? You like the sight of your own blood? Oh, ist ein bisschen verbrannt, der Gute. Der tut mir aber leid. Ja, ich werde, so wollte ich die Folge überhaupt nicht anfangen. Die Tante, die wir hier besuchen sollen. Ah, hier ist noch ein Vieh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Von der wir das Paket abholen sollen. Die wurde schon angegriffen und die konnte ich. Only fucking cowards hide. Kann ich klettern, wenn ich im. Nee, los. Dann gehen wir erstmal rein. Ja, die wurde angegriffen, dann habe ich die abgewehrt. Das waren vier Mann oder so.
Und da wollte ich halt die Aufnahme starten. Und ja, habt ihr gesehen, wo die alle herkommen. Die werden so angezogen. Das sind natürlich nette Ziele hier jetzt. Die können wir schön aus dem Schleichen hier raus. Lass dich nicht beirren. Problem ist unsere Munition, die nimmt halt aus. Ärgerlich. Ich habe die Waffe nämlich umgerüstet vom 32er Kaliber auf richtige Gewehrmunition. Oh Gott, das sieht ja scheiße aus. Was ist das denn? Ah, oh, na klar, ey. Krieg ja einfach. Okay. Wer macht denn so weit? Mal kurz kochen, wenn wir schon nicht im Krieg sind. Auch mehr Fuchssteaks. Oh, guck mal, kriegt man für eine Stunde mehr Tragegewicht. So. Oh, was gibt's hier noch? Roasted Corn Conkers. Conkies. Conky Conkies. Ja, macht jetzt schön Damage, unser Gewehr, aber wir haben auch nicht so viel Munition für. Warum müssen wir uns mal hier umkicken hier? Ja, die sind oben. Das ist richtig nervig. Man denkt immer die ganze Zeit, die tauchen jeden Moment hinter ihnen auf, aber die machen irgendwie nichts. Shit, this is bollocks. Auch wenn die KI ganz schön stark ist, so finde ich so ein bisschen Wegfindung. Sollten sie nochmal rangehen. You sure you saw something? Terpentin. Spielzeugauto. Hm? Wonder Glue. Wir haben ein bisschen ein paar Köpfe ins Regal gepackt. Man fühlt sich gleich heimisch. Pack it in. There's nothing to see here. Das habe ich mir auch angebaut, ne? Ärgere ich mich schon wieder drüber. Sieht ja richtig verboten aus. Tickets. 9 Tickets. Speicher mal. Who? It's on! Playing games with me, huh? That's some psycho. Die hat ein Gewehr. Stubborn. I'll give you that. Woo. Nudeln. Mistake. Oh man, come back! I was having fun. Hier ist auch irgendwer. Oder sind hier mehrere? Oh, der hat nur einen Kö. Oh. Das finde ich zum Beispiel wieder cool, dass sie oh. Okay, na gut. Ich würde gern noch einen hier drauf packen. Um einfach ein schlauer Bursche zu sein. Bullets eventually. Le
Leguan am Stiel. Also sie kommt da auch nicht raus. Das wird jetzt mies, weil die macht, glaube ich, ganz schön Schaden. Ups, was ist denn das immer? Think you can win this, huh? Oh, die hat sich... Ja, komm mal die Klappe, Alter. Vorher macht sie gar keinen Schaden, denn steht sie in Flammen. Und der zweite Schrotflintenschuss verschwindet wieder einfach im Nirvana. Ah. Komm, schieß die leer da. Das ist einfach nur Wahnsinn, ehrlich. Du kommst hin, du bleibst automatisch beim Rückzug immer hängen an irgendeinem Kram. Und dann war es das immer schon. Da wirst du so richtig schön vollgebumst. Kann er hier überraschend durch die Tür kommen. Da rechnet er nicht mit. Das ist ein übelster Manöver. Da! Und ihr Arm lebt immer noch. Ja! Ich wusste es. Ich wusste es. Deswegen macht's. Das ist so behindert. Ich könnte schwer so ausrasten, Alter. Das ist sowas von bekloppt. Das wird immer wird dein Molly getroffen, ja? Oder irgendwas Blödes passiert, wenn du den Molly schmeißt. Immer. Da gibt's eine Garantie drauf. Mann, ey. So bekloppt, ey. Ich hab keinen Bock auf so einen Kack hier, ey. Weil's auch so blödsinnig ist, dass sie den zweiten immer überlebt. Sind sie fast überhaupt nicht. Und wieder René Hermann. Ist wieder fast full AP. Ich weiß nicht, das macht es dann schon wieder irgendwie kaputt. Oh, der ist ja offen. Mein letztes Blutpaket gefressen. Show your face. Come on, I dare you. Teacup. I know you're here. I'll find you. Ist er hier drin? Nee. Aber eine Falle? Komische Wand.
Ja, das sind bestimmt die Leute, die auf dem Dach sind. Ist komisch, dass sie reagieren, weil es gibt ja gar keinen Zugang so. Weil du kommst ja hier nicht hoch. Du musst halt von außen über diese Leiter rein. Das hat hier viel zu viele Ressourcen gekostet. Nicht cool. Alles. Ich hoffe, dass sich da was ändert. So ein bisschen was bauen können, wenn wir da jetzt unser Ophiam abheben. Aber wir müssen die irgendwie auf. Ja, es ist dunkel geworden in der Zeit. So. Interstellar. Eine Minute in dem Gebäude für jeden 3 Jahre draußen. Da sind bestimmt auch nochmal richtig viele Muggel. Wir sind noch undercover. Gibt's denn hier Schönes? Straw and Cream. The fuck was that? Ah. Ich hab ja kein Fight gewählt. Ich seh nichts. Wo bin ich? Ach so. Jetzt komme ich da ja nicht hoch, weil ich ja im Combat bin. Ey, das ist so kacke gemacht. Muss ich mich jedes Mal entfernen? Das Licht ist auch epischer Natur. Was halt auch kacke ist, normalerweise kriegst du ja ab ersten Perk für Sprengstoffe den Wurf. Die Wurfrichtung. Ja, ich bin überhaupt nicht in Combat. Es schmälert den Spaß. Es schmälert den Spaß. No sign of them now. What the hell was that? Es war gar nichts. Geht in eure Betten, damit ich euch ermeucheln kann. Was macht der? Zieht er komplett alleine durch? Ja, ey, komm. Nee. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist hier jedes Mal die Reaktion, die kommt. Jetzt treffe ich hier nichts mehr. Wenn ich gerade dabei bin, anzulegen oder zu wetzen. Ja, dein Arm ist aber verkrüppelt. Das kannst du jetzt nicht machen. So, jetzt sind doch zwei hier unten. Nö, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt oben schön Chili Vanilli machen. Dann suche ich mir hier ein Bettchen. Oh, ist sie heilt? Ist da mein Arm geheilt? Ah ja, bin ja immer im Combat. Immer noch. Möchte jetzt Fuchssteaks essen. Er hat mir den aus der Tasche geklaut, oder was? Da. Da ist er. Oh, leckerer Fuchs. Habt ihr schon mal Fuchs gegessen? Schreibt es in die Kommentare. Ah, die wissen nicht Bescheid jetzt. Submachine Gun. Inner ist, glaube ich, in dem Raum. Okay, pass auf, wir knallen uns mal hin. Enemy ist nearby, ja, of course.
Ja, sicher. Na, der wird's nicht sein. Mann. Ja, die sind jetzt verschwunden, oder wie? Ey. Sie soll genau hier unten sein. Pack es aus, Mann. Bla bla. So, Munition ist empty. Ja! Ist aber. Was soll denn dieser Käse, Alter? Ey, nee. Ich sehe da keinen. Sehe ich einfach nicht. Der alte Junge. Nur Glück gehabt, weil wieder alles irgendwo hingebrettert ist. Und ich ständig mit der Knifte am Fensterrahmen hängen bleibe hier. Blöde Junge. Zur Hölle. Boah, krieg den Epileptischen hier rechts von mir. Komme ich jetzt runter, ohne mir die Füße zu brechen? Das ist bestimmt auch wieder so ein richtiger Spritzer. So von wegen 1 Million Schaden. Na, wir können ihn ja erstmal begrüßen. Yeah! Überraschung! Wasser ist gut. Ich glaube, so ungefähr, was man mit der Pistole am Feind reinpumpt, das muss man auch wieder investieren. Rüstungswerkbank. Oh nein, ich trage zu viel. Wir haben echt diesen Zustand erreicht. Ach komm, dann lass es, ey. Wie? Hä? Er kann jetzt schon sagen, dass er leer ist? Quatsch. So, wir müssen irgendwie Kram loswerden. Eine davon. Davon können wir auch eine loswerden. Und das Ding. Mit was schießen? 9 mm. Kommt das Teil erstmal weg. Ja, ja, wir müssen jetzt was abgeben. Ihm habe ich leer gemacht, ne? Ja. Okay, dann lasst uns mal jetzt endlich mal zu der Tante gehen, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, wie kommt sie denn dazu? Oder wie kann denn das passieren, dass sich direkt nebenan so eine Gruppe Hooligans einnistet? Und man den Kind fragt, ob man da mal einreden kann. Meine Mutter wollte mich ein Farmer sein, aber ich bekomme meine Hände dirty in anderen Weisen. Hallo, hallo. I guess I have you to thank. Those hooligans were ruining my lovely shop. What a mess. What a mess. Ja, war irre. Oh yes, yes. Good old vagabonds looking after us measly shopkeepers.
Us poor lowly dealers, subject to the whims and terrors. We're very grateful, we are. Well, well, I have that Winston Fellows package here. Take it to him, will you? My usual runner got scared off, and now I've got some clear up to do. But listen here, I am grateful to you for helping out. You need some supplies? I will give you the best prices. All ethically sourced, of course. How can I help you? Na, Nadja, dann lass mir doch gleich kicken. Take a look. Oh, oh, oh. Das ist gut. Das brauche ich jetzt natürlich nicht. Okay, okay. Jetzt habe ich gerade mein ganzes Zeug weggeschmissen, ne? Den kannst du aber trotzdem haben. Die Standardsicht, die muss ich da eigentlich wieder aufschrauben. Das müssen wir mal kurz ein bisschen handeln. Benutzt man den? Ich denke erstmal nicht. Kann weg. Das Langschwert ist auch gerade nur Gewicht. So. Da haben wir nichts. Apfelsoße. Leckere Apfelsoße. Kitzmehl. Ist nichts wert. Macht das irgendwas? Wahrnehmung. Und AP erhöhen. Okay. Weg mit den Drogen. Whisky ist nicht wert. Mein Teebeutel ist überhaupt nicht wert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ich die fresse, kriege ich 10 HP. Interessant. Okay. So, das brauche ich auf jeden Fall für unser Gewehr. Ich überlege, ob ich davon ein bisschen was kaufe. Till next time. Ich hoffe, das stabilisiert sich noch so ein bisschen. Also, ich mag ja sowas, so kleine Farmen. Ist ja auch übel im Trend, sowas. Seht ihr, hier liegen die Jungs, die ich vorher fertig gemacht habe, die ganze Straße entlang. Dann haben sie natürlich noch Füchse eingemischt, die liegen hier hoch. Jetzt könnte man ja eigentlich sich alles zustecken und dann zu ihr gehen und verkaufen. Um ein bisschen was wiederzubekommen. Gucken, was ich dafür bekomme. Hier lag ja auch noch einer. Zwei. Ah, guck mal. Oh, man ist ja. Ist ja sehr langsam. Ach du meine Nase. Hab ich da irgendwelchen Junk, den ich wegschmeißen kann? Ich hab natürlich auch tonnenweise von diesen besonderen. Genau, die Dose wiegt 1. Was kann ich für mein Kristall später brauchen? Von diesen seltenen Uhren. Mr. Strong. Ich weiß nicht, wer wegschmeißen soll. Mann. Wiegt nur 2. Womit haben wir denn gerade so viel? Schrotflinte wiegt 9. Dann die behalten hier. War ja nur eine Idee. Ich habe gedacht, ich bin clever. If you hang around, wouldn't hurt not anything catch your eye. Take a look.
Gott, ist ja nicht der Rede wert. Schützt aber gut gegen Strahlung. Ey gut, das war ja mal richtig für den Arsch. Ach du meine Fresse. Aber 37 Tickets sind verdient. Wir können ja außen lang. Scavenger. Alle Scavenger? Ja. Ach Gott, sind die mir hier. Ja, komm. Ich würde auch noch gerne mit Glärz drin gucken, aber wir gehen jetzt erstmal unsere Opfer an. Beef Eater Burgers. Getting shot done, never hurt anything. Ich kann mir vorstellen, wenn du eine Wookiee-Cat so wäre. Du machst die Tür auf, dann kriegst du erstmal so eine Ladezeit drin. Dann bist du so in der Zwischenwelt. Da bescheuert. So Leute, ich sag euch, draußen ist richtig Sauwetter. Bisschen überdimensional die Flasche, ne? You got the delivery then. Thanks for that. And I'm glad Nadia is okay. She's one of my sharpest suppliers. I found the part for the radio you were after. Here you are. If you need a workbench to fix it, check with Bullet-Tooth Anthony. He's usually down the basement. Keller. Okay, dann ist hier noch you hang around? Screw irgendwo unterwegs. Oh, well, you're back. Ja. Warum klickst du so überrascht? Brilliant. You're a lifesaver, mate. Now I'll be able to get this place back to its former glory in no time. Here's the tickets as promised. Also, before you go, I want to give you something that's meant a lot to me over the years. But I think you've earned it. It's my lucky red rat smasher. Hopefully after we make these restorations, I won't be needing it anyway. My mother wanted me to be a farmer. I'll get my hands dirty in other ways. Oh, das hat sich doch ein bisschen gelohnt. Der hat mir eine Waffe gegeben? Ein Hammer? Klauenhammer. Aber unser Brecheisen ist halt... Ja klar, wiegt mehr, ne? Aber... Und ist langsam. Eigentlich, das hatte so was Besonderes. Kommen wir denn in den Keller? Wer das denn? Ich weiß, dass ich das schon mal war. More bodies getting shite done, never hurt anything. Hier. Nee. Doch? Irgendwo war hier ein Loch im Boden? Oder in der Wand? Ich weiß, es gibt einen offiziellen Weg, aber wir nehmen mal den jetzt. If you hang hello sunshine. The name's Bullet Tooth Anthony. What you after? Warum hauen die denn immer ab, wenn man mit denen redet? I fix up weapons, do repairs and maintenance. That sort of thing. Okay, das sieht ja nicht aus. No chance, sunshine.
I'm trying to fix up an old laser rifle I found, and it's laid out in 100 pieces right now. You dare mess that up, and I'll have your head off. But look, you find me a piece to replace an old crystalline photon agitator, and I'll be able to finish it off. Then the workbench is all yours. Jetzt fehlt mir ein Intelligenzpunkt. Not a sharp one, are ya? If I do that, I'll blow my bloody hand off. Now, be a dear and go find something more useful than what's in your little head. Any sort of scrap electronics. Ich hab das Ding irgendwie schon, anscheinend. Aber hätte ich jetzt einen Intelligenzpunkt mehr gehabt? Dann hätte er sich nicht die Hand weggepustet. Hello again, Sunshine. What you after? Hebt mir auf den Sack irgendwie. Ah, lovely jubbly. Give it here and I can get it cleared up. Here we are. A fully restored Upton Burke Class C laser rifle. Ain't it a beaut? Absolute shite that keeps breaking after 10 shots, mind. But it'll bugger up anything it hits before then. Now, you had some gizmo you wanted patched up. Hand it here, and I'll sort it for you. Let's see, out with the old, in with the new. I can tidy these frayed wires too. This is quite the old bit of junk Nelson's hanging on to. Well, it's all fixed, but it looks like the battery is knackered. I've got none of the right sort here, but Johnny Shrapnel should have him in spades. He's usually hanging out back by the chem station. Ja, das ist hier so ein bisschen kennenlernen erstmal, ne? Von den Leuten und. My mother wanted me to be a farmer. In Installation. But I get my hands dirty in other ways. Ich hab mich schon gewundert, das hat zu der anderen überhaupt gar nicht gepasst, hat auch keinen Sinn gemacht. Alright, Geezer. What can I do for you? Ich brauche eine Batterie. Could help, sure. But I've got my own problems to worry about. Listen. Give me an hand with something delicate and I'll see what I can Mickey's solve for you. Mickey's been having a barney at me for blowing up his hat. And yes, yes, I did blow up his hat. And don't you mind how or why. But at the end of the day, it's just some damn cloth. Well, fancy right. Pants Mickey don't see it that way. And I can't keep going on with him giving me the evil eye all day. He's freaking me the so fuck out. So I found him something to make up for things. But if I go trying to give it to him myself, I just know I'll say something stupid and why ruin don't it. You go have a go at delivering it for me? Make him accept the damned apology and I can sort you out with a new battery. Nobody's getting shite done, never hurt anything. Nein, nee. Und man fühlt sich hier schon so ein bisschen. Hello, Gov. My name's Mickey. Can I help you with something? Ich soll ein Entschuldigungspaket bringen. So that shrapnel brain pillock thinks he can just fund me with some token. That was my favorite hat he ruined. Tell him to fuck off. Does he really? That's pretty new for Johnny. Well, all right then. I'll take his apology if it means that much to him. Thanks, Gov. My mother wanted me to be a farmer. But I get my hands dirty in other ways. So, das könnten wir machen. Schön. Hey, you get Mickey to take the gift. Smashing. I wasn't sure how that would go. Yeah. I'm glad you didn't try to kill you. You wanted a battery for that radio. Give it here, and I'll see what I've got. Blimey, this is old. Where do you even get something as tom-tit as this? I'll have to wire up a couple of 9 volts to get this to work. Let's here see. You go. All done. And thanks once more for your help with Mickey. Nobody's getting shite done, never hurt anything. Oh, Junge. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das mit dem Radio so eine Aktion wird. You got the radio done up? You took your damn time about it. Where'd you go to fix it? As a bion? Well, better late than never, I guess. Cheers. Don't know what I'd do without this. Now, let's have a listen to what's happening out in the smoke. Make sure you're all on high alert. The execution of the vagabond prisoner will take place in Indiscon Square in Millwall.
We're expecting a massive crowd, so we need all hands on deck. If you're IODS in Millwall, be there. We're gonna send a message to these two-bit punks. Nobody bombs a Syndicate train station and gets away with it. Oh, for fuck's sake, turn that damn thing off! Why'd you even bring me this stupid radio anyway? You were just trying to upset me, weren't you? Where's Yvette? She's the one who vouched for you. I'm gonna give her a piece of my mind. Oh no, did baby have a hard time with their tinker toys? Why didn't you say so? Take a seat, I'll have one of the lads pour up a warm glass of milk to calm your delicate nerves. Where the hell is Yvette? Daycare is over. She's got to pick up her little ankle biter. Oh shit, that's right. God damn it! I would say there's a 90% chance that she's about to do something stupid and find herself knee-deep in shit. Hey, listen, mate. Sorry I lost it on you a second ago. You did good with the radio. I need you to do something else for me now. Something much more important. Oh, how sweet. You're just a little sweetheart, aren't you? A little cutie pie that likes to cuddle up in a bubble bath and write their feelings down in a diary. Dear diary, today I met a mean old ghoul with a knob the size of a cricket bat, and he bullied me for loving the vet so goddamn much. I think I might have another cry about it. Is that you, then? Rhetorical question. It is you. But you're all I've got at the moment, so I'm going to need you to load up your dainty purse with supplies and head to Millwall to make sure Yvette hasn't done anything too stupid. She's got roots there, and you don't need to be Sherlock fucking Holmes to figure out she's going to make sure that poor soul headed to the hangman isn't one of her Bring people. Bring Yvette back in one piece, and I'll make it worth your while. Okay. In order. Brilliant. Head north to Millwall and don't come back until you find Yvette. Tell her Blind Nelson's looking for her. The fastest route across the Thames is through the Greenwich Foot Tunnel. Oh, durch den Tunnel. Ist er ein Hoden? Ja, wir haben einen dringenden Notfall, aber ich glaube, der ist mal eine halbe Stunde voll mit meinem Affengesülze. Alte Pfirsichbacke, ey. Ei, ei. Vielleicht machen wir hier jetzt auch einfach eine Pause. Leute, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und vor Ort London. Ah, ich habe nämlich ganz schön gelitten bei dem Raider-Fight. So sieht's aus. Gute Nacht.